Ich habe einen Kumpel von mir gefragt, was seine Kommilitonen so für Bio-Klischees kennen. Drei davon möchte ich heute gerne mit euch anschauen und gucken, inwiefern die zutreffen. Dickes Haus, Mann, ich bin reich. Dicker Bauch, Money for life. Gib es aus, Schopperlerei. Ja, ich gib es zu, Money macht frei. Coole Karre eben gerade, aber tatsächlich nicht meine. Die war nur geliehen. Danke an der Stelle an den Kumpel, der sie mir gegeben hat. Ich selber habe nicht so ein Auto. Alleine schon, weil das für die Feldwege nicht so geeignet ist. Ich fahre einen Gebrauchtwagen. Ich würde mich nicht als reich bezeichnen. Mir geht's gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf und mein Essen und so weiter. Keine Frage. Aber als Biobäuerin bin ich jetzt nicht reich. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Klischee daher rührt, dass im Laden oft für Bioprodukte mehr bezahlt werden muss als für konventionelle Produkte. Doch woher das eigentlich kommt, liegt daran, dass auch einfach die Produktion deutlich teurer ist. Ein Beispiel, die Unkrautregulierung. Im konventionellen wird oft eine Feldspritze dafür verwendet und mit großen Arbeitsbreiten einmal drüber gefahren. Im Biobereich nehmen wir dafür die mechanische Unkrautregulierung, Hacke oder Striegel, und fahren damit mit viel kleineren Arbeitsbreiten, teilweise öfter sogar, über das Feld. Das bedeutet mehr Zeit, mehr Diesel, mehr Maschinenkosten. Somit summiert es sich einfach auf, dass auch das Produkt am Ende im Laden einfach teurer ist. Deswegen landet leider noch lange nicht mehr bei mir in der Tasche. Ein weiterer Grund, der mir einfällt, der vielleicht dieses Klischee unterstützt, ist, dass wir als Biobauern höhere Subventionen bekommen als die konventionellen Betriebe. Unsere Kosten sind an vielen Stellen einfach höher und diese Subventionen sollen das ein wenig ausgleichen. Ich mache Biolandwirtschaft, weil ich einfach der Meinung bin, dass dieser natürliche Weg, mit unseren Ressourcen und dem Boden umzugehen, einfach der beste ist und in der Zukunft gesehen auch der, der uns am weitesten bringen wird. An die Landwirte unter euch, kennt ihr das vielleicht, dass Leute glauben, dass ihr super viel Geld habt, bloß weil ihr einen großen Trecker fahrt? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Noch mehr davon. Biobauern spritzen nachts im Dunkeln, damit sie keiner sieht. Unsere Mittel, die wir ausbringen, sind zum Teil nicht geeignet, sie mitten am Tag bei praller Sonne auszubringen. Deswegen nutzen wir die frühen oder die späten Stunden. Das heißt aber nicht, dass wir verbotene Dinge tun. Ich hier für uns kann nicht sagen, dass wir Betrüger sind. Wir machen Bio aus Überzeugung. Da gibt es keinen Grund, Schmu zu machen, wie man hier so schön sagen würde. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Klischee sich so hartnäckig hält, weil doch hin und wieder mal ein schwarzes Schaf dabei ist, was sich vielleicht nicht ganz an die Regeln hält. Wir als zertifizierter Biobetrieb unterstehen tatsächlich den Richtlinien der EU in erster Stelle. Zusätzlich sind wir auch noch Mitglied im Verband, das heißt, wir unterstehen auch den Verbandsrichtlinien. Und um das genau nachvollziehen zu können, müssen wir sehr, sehr viel dokumentieren. In unserem Büro gibt es ganz, ganz viele Ordner. In diesen Ordnern steht drin, was wir gekauft haben, wo wir es gekauft haben, was wir verkaufen, wenn wir Spritzmittel kaufen, wie viel wir eingesetzt haben. Das wird alles ganz genau dokumentiert. Zusätzlich zu dem, was wir in den Ordnern dokumentieren, verkaufen wir ja auch unsere geerntete Ware. Die wird dann zusätzlich auch nochmal dokumentiert, festgehalten in solchen Rückstellmustern. Hier seht ihr mal Sonnenblumen. Die sind an die Ölmühle gegangen, und um später nachvollziehen zu können, ob in unserem Produkt beispielsweise Pestizide gewesen sind, behalten wir die. Damit können wir nachweisen, dass wir ordentlich gearbeitet haben. Wie ihr seht, eine ganze Menge Sachen, die wir dokumentieren und zurückhalten, damit wir dann auch mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden können. Hallo Lebensmittelüberwachung, wir möchten da gerne mal ein paar Proben von Ihnen einsammeln. Angekündigt, aber auch zusätzlich unangekündigte Kontrollen, und somit ist gar nicht mehr so viel Spielraum, um zu betrügen. Schwarze Schafe gibt es immer, aber eigentlich ist da nicht viel möglich. Ein anderer Punkt, den ich mir vorstellen kann, ist, dass wir als Biobetrieb doch anders wirtschaften als die konventionellen Betriebe, die ja hier bei uns als das Normale gelten, dass da natürlich ein gewisses Gap-System beiwohnt, man nicht genau weiß, warum es dann auch
funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, dass da einfach das Klischee herkommt, dass wir ja dann betrügen und Schmuh machen. Frage an euch, welche Klischees gegenüber Landwirten oder Dorfkindern kennt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ich bin super gespannt. War ganz lustig, auf jeden Fall eine nette Verkleidung. Nicht mein Alltagsoutfit und so laufe ich auch nicht auf dem Hof rum. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Klischee tatsächlich noch aus den Anfängen des Ökolandbaus herrührt, weil damals doch das sehr alternativ war, die Szene, die auch mit Biolandwirtschaft angefangen hat. Ich will nicht sagen, dass ich nicht den einen oder anderen kenne, der das auch deutlich besser bedient als ich. Wir arbeiten nun mal mit alternativen Methoden und daher kann das auch sein, dass sich diese Strömungen so ein bisschen vermischen und man ganz schnell mal als Hippie abgestempelt wird, obwohl man einfach nur alternativ arbeitet. Eine alternative Methode aus der Medizin, die vor allem in der Tierhaltung der Landwirtschaft Anwendung findet, ist ja die Homöopathie. Meine Kollegen von die da oben haben dazu ein schönes Video gemacht. Schaut doch gerne mal rein. Bio ist ja auch mittlerweile zu einem ganzen Wirtschaftszweig, kann man sagen, geworden. Und dieses alternative Arbeiten bedeutet ja nicht, dass wir im Mondschein über unsere Felder tanzen, um die Pflanzen zu besingen. Das, was wir hier machen, ist mit der Natur zu arbeiten, in dem Sinne, dass wir halt ihre Grenzen auch respektieren. Die Techniken, die wir anwenden, sind wissenschaftlich belegt, erprobt. Das, was wir hier tun, ist somit kein Hokuspokus, wissenschaftlich belegt und logisch. Ja, an jedem Klischee ist auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Ich kann drüber schmunzeln, dem einen oder anderen auch eine Kleinigkeit erklären. Was mir aber, abgesehen von Bio, auch sehr wichtig ist, ist Regionalität. Schaut doch gerne in meinem Video dazu rein.